Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Manuela Richter. Ich bin XSEMS Marketing Manager beim British Council in Berlin. Und ich möchte heute hier in diesem Webinar bei der Expo Lingua Online den Englischsprachtest IELTS vorstellen. Bevor wir starten, würde mich mal interessieren, wo Sie denn überhaupt zu Hause sind. Wenn Sie mal kurz in die Chatbox schreiben könnten, von wo aus Sie dieses Webinar hier zuhören. Okay, Polen, Dortmund, Göttingen, Berlin ist auch dabei, ganz viel Berlin. Hildesheim. Gut, also bisher größtenteils Deutschland. Darauf wollte ich nämlich auch noch hinweisen, dass dieser Vortrag wird auch auf Deutsch erfolgen. So, dann starte ich damit. Was ist überhaupt IELTS? IELTS steht für International English Language Testing System und ist ein Englisch-Test, wie der Name schon sagt. Den Test haben im letzten Jahr 3,7 Millionen Kandidatinnen und Kandidaten abgelegt und er wird bereits seit 31 Jahren angeboten. Mittlerweile kann der Test in 140 Ländern in 1600 Testzentren abgelegt werden. Das Besondere am IELTS ist, dass er von drei Partnern angeboten wird. Einerseits ist das Cambridge Assessment English und diese Organisation erstellt den Test. Wir vom British Council, genauso wie IDP IELTS Australia, sind für die Organisation der Tests weltweit zuständig. Also hier in Deutschland zum Beispiel organisieren wir vom British Council die Testdurchführung und organisieren auch die mündlichen Prüfer und alles, was damit zusammenhängt. Vielleicht können Sie kurz in der Chatbox auch nochmal vermerken, wenn jemand von Ihnen den IELTS-Test schon abgelegt hat oder aber das demnächst plant. Das wäre auch ganz interessant zu sehen. So. Dann ein paar Informationen dazu, was IELTS genau beinhaltet. Mit IELTS wird praxisorientiertes Englisch getestet, also wirklich das Englisch, was in dem jeweiligen Kontext benötigt wird. Es ist internationales Englisch, das heißt, dass nicht nur britisches Englisch oder amerikanisches Englisch getestet wird, sondern wirklich Englisch, wie es international auf der ganzen Welt gesprochen wird. Dabei werden vier Sprachbereiche getestet. Das sind Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen. Sehr wichtig bei einem Englischtest ist natürlich immer, dass er weltweit anerkannt wird. Das ist beim IELTS auf jeden Fall der Fall. Er wird von 10.000 Bildungseinrichtungen weltweit anerkannt und dabei sind 100% der Universitäten in Australien und Großbritannien dabei und auch mehr als 3.400 in den USA. Auf der Folie sehen Sie hier jetzt auch schon einmal einige Beispiele von Universitäten, also auch in Deutschland selbst, also die Humboldt-Universität, aber auch Universität Cambridge, Harvard University. Und was vor allen Dingen wichtig ist, ist für diejenigen, die in Deutschland oder aber auch im nicht englischsprachigen Ausland studieren möchten, selbst dort werden Englischtests von der Hochschule verlangt, weil heutzutage werden mehr und mehr Studiengänge teilweise oder komplett auf Englisch angeboten. Und dort möchte die Universität natürlich auch sicherstellen, dass die Studienbewerber entsprechend das englische Niveau besitzen, um dem Studium folgen zu können. Und daher gibt es eben auch selbst in Deutschland sehr viele Universitäten, die den Test anerkennen. Der Test unterteilt sich einerseits in den Academic Test und den General Training Test. Wenn es um ein Studium geht, ist besonders der Academic Test natürlich gefragt und das kann, wie bereits erwähnt, einerseits für ein Studium im Inland oder vor allen Dingen auch im Ausland sein.
Der General Training Test ist relevant, wenn es darum geht, auszuwandern, zum Beispiel nach Australien oder Kanada, weil die Einwanderungsbehörden vor Ort erwarten dann entsprechend auch von den Personen ein entsprechendes Englischniveau, was nachgewiesen werden muss. Darüber hinaus sind zwei Formate verfügbar. Einmal können Sie den IELTS-Test in Papierform ablegen. Das heißt, Hören, Lesen, Schreiben werden in Papierform durchgeführt. Nur der mündliche Test findet mit einem mündlichen Prüfer face-to-face statt. Dann bieten wir seit einiger Zeit den Test auch am Computer an. Das ist in Berlin für Deutschland bisher möglich. Und dort sind diese drei Teile Hören, Lesen, Schreiben am Computer. Und der mündliche Teil wird aber genauso wie beim herkömmlichen Testformat mit einem mündlichen Prüfer durchgeführt. Sie haben also wirklich die Auswahl, ob Sie in Papierform den Test ablegen möchten oder aber am Computer. Und das hat zum Beispiel ja auch damit zu tun, dass einige schreiben eben lieber per Hand, andere schreiben lieber am Computer oder man hat halt auch die Wahl, ob man lieber den Lesetext auf Papier lesen möchte oder ob es einfacher fällt, am Computer zu lesen. Hier ist nochmal der Aufbau zu sehen des Tests, also wie gesagt vier Teile. Der Listening-Teil, das Hörverständnis, ist sowohl bei dem Academic als auch beim General Training dasselbe. Unterscheiden tun sich die beiden, also Academic und General Training, jedoch bei Reading und beim Writing. Da sind eben andere Testinhalte zu finden. Bei dem Academic sind die eben akademischer. Speaking hingegen wiederum ist genau derselbe Test. Jetzt auf den nächsten Folien finden Sie ein paar Beispiele und auch mehr Informationen zu den einzelnen Testteilen. IELTS Listening dauert 30 Minuten, sowohl zuzüglich noch 10 Minuten, um die Aufgaben die Antworten zu übertragen, was natürlich dann beim Computer wegfällt. Also das sind die 10 Minuten, die man bei der Papierversion hat. Es werden 4 Hörtexte gehört mit insgesamt 40 Fragen mit unterschiedlichen Akzenten auch. Also wie vorhin erwähnt, IELTS testet jetzt nicht britisches Englisch, sondern wirklich eine Vielzahl von Akzenten. Auf der Folie können Sie auch schon mal eine Beispielaufgabe sehen. Dort müssen eben die Teilnehmer dann ankreuzen oder ein Wort oder Wörter ergänzen oder eine Zahl, die im Hörtext zu hören ist. Der nächste Teil ist dann das Leseverständnis. Dieser Testteil dauert 60 Minuten und Inhalt sind 3 längere Lesetexte mit insgesamt 40 Fragen. Und wie bereits vorhin erwähnt, sind die Fragen unterschiedlich für Academic und General Training. Also beim Academic-Test sind es eben eher Texte aus dem akademischen Kontext. Bei dem Beispiel, was Sie auf der Folie sehen, müssen Sie hier angeben, ob das falsch oder richtig ist oder ob es im Text keine Informationen dazu gibt. Der nächste Teil wäre dann Writing. Dieser dauert auch 60 Minuten und ist auch wieder unterschiedlich für den Academic und General Training Test. Er besteht aus 2 Aufgaben. In der ersten Aufgabe würden Sie zum Beispiel ein Diagramm oder eine Tabelle beschreiben, so wie im Beispiel. Das wäre eher beim Academic Test der Fall. Oder beim General Training Test würden Sie einen Brief schreiben. Die zweite Aufgabe ist dann wieder ähnlich. Da geht es darum, einen kleinen Aufsatz zu verfassen. Dann der letzte Testteil ist dann Speaking. Dazu muss gesagt werden, dass
Diese mündliche Prüfung, die findet einerseits am selben Tag statt, wie auch die restlichen Teile oder aber auch an einem anderen Tag. Aber das erfahren Sie dann immer vorher. Da sind drei Teile beim Speaking. Im ersten Teil beantworten Sie allgemeine Fragen zu Ihrer Person. Und nur noch mal als Erinnerung, also die mündliche Prüfung findet mit einem mündlichen Prüfer statt. Also Sie sitzen dann mit dem mündlichen Prüfer in einem extra Raum und so wird das durchgeführt. Nachdem Sie dann allgemeine Fragen zu Ihrer Person beantwortet haben, erhalten Sie ein Thema, wo Sie dann ganz kurz etwas zu erzählen. Und schließlich wird es dann auch noch eine kleine Diskussion geben zu bestimmten Themenbereichen. Und da finden Sie hier auf der Folie auch wieder ein kleines Beispiel. Was diese Testbeispiele, die ich Ihnen präsentiert habe, betrifft, da finden Sie auf unserer Website, wo ich Ihnen später noch die Adresse nennen werde, eine Vielzahl von Beispielen, die Sie sich genau anschauen können und auch durcharbeiten können. Nochmal als knappe Zusammenfassung. Wie gesagt, IELTS ist internationales Englisch und es wird sowohl britisches, nordamerikanisches oder australisches Englisch benutzt und anerkannt. Es ist wichtig jedoch, wenn Sie zum Beispiel den Testteil Writing haben, dass Sie nicht in einem Satz oder in Ihrem Text immer wieder alles vermischen, sondern Sie sollten dann, wenn Sie mit britischem Englisch beginnen, dann auch bei britischem Englisch bleiben. Die Ergebnisse, die erhalten Sie dann auf einer Skala von 1 bis 9. Wenn Sie sich auf der rechten Seite anschauen, viele von Ihnen kennen sicherlich den europäischen Referenzrahmen für Sprachen, also diese 6 Stufen von A1 bis C2, wo eben A1 ein Anfänger und C2 jemand ist, der ziemlich muttersprachliches Niveau besitzt. Und dementsprechend sind dann auch die Punktzahlen des IELTS-Tests. Das heißt, Sie können beim IELTS-Test nicht durchfallen, sondern Sie erhalten entsprechend der Punktzahl, die Sie im Test bekommen, dann eine Einordnung entsprechend des europäischen Referenzrahmens. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über Studienzwecke sprechen, da ist es immer wichtig, dass Sie sich vor der Bewerbung bei der Universität erkundigen, welcher Bandscore bei der Universität anerkannt wird. Und meistens liegt das so im Bereich 6,5, 7, 7,5. Das hängt dann natürlich auch immer davon ab, ob Sie sich für einen Bachelorstudiengang einschreiben oder einen Masterstudiengang und auch vom Fach selbst. Die Ergebnisse erhalten Sie beim IELTS-Test, wenn Sie den herkömmlichen Test im Papierformat ablegen, 13 Tage nach dem Test online, können Sie dann abrufen. Oder beim Computertest sogar schon 3 bis 5 Tage nach dem Test. Also zunächst online und am selben Tag, wenn die Ergebnisse online verfügbar sind, werden die sogenannten Test-Report-Forms, da sehen Sie ein Beispiel auf der rechten Seite, auch an Sie per Post verschickt. Der Test ist 2 Jahre gültig, das werden Sie auch auf der Websites der Universitäten immer lesen, diese Gültigkeitsdauer. Und was die Universitäten betrifft, sie haben die Möglichkeit, ihre Ergebnisse an bis zu 5 Institutionen kostenfrei schicken zu lassen. Und das können Sie vor dem Test, wenn Sie sich dafür anmelden, uns mitteilen, an wen das gehen soll. Das können Sie aber auch noch nach dem Test machen. In Deutschland wird der IELTS-Test derzeit in 15 Städten angeboten. Und wie ich bereits erwähnte, in Berlin haben Sie zudem auch noch die Möglichkeit auszuwählen, ob Sie den Test im Papierformat oder am Computer ablegen möchten. Und die Tests sind bis zu 4-mal pro Monat verfügbar, wobei in Berlin häufiger, da Sie dort eben auch den Test am Computer ablegen und dort findet er auch unter der Woche statt. Sonst finden die Tests größtenteils an einem Samstag, teilweise auch Donnerstag statt. Und beim Computertest, der kann auch an jedem Wochentag stattfinden.
Die Kosten für den Test betragen in Deutschland 233 Euro. Und auf unserer Website finden Sie auch genau die Termine und die Städte, in denen der Test angeboten wird. Bezüglich der Vorbereitung, wenn Sie sich für den Test bei uns anmelden, erhalten Sie einen Zugang zu einem kostenfreien Online-Vorbereitungskurs, der nennt sich Road to IELTS. Und damit haben Sie auch Zugriff auf Informationen zur Vorbereitung, können sich Practice-Tests anschauen und darüber hinaus auch Videos. Außerdem bieten wir kostenfreie IELTS-Practice-Tests an, mit denen Sie sich dann vertraut machen und vorbereiten können für den Test. Und natürlich haben wir auch Apps im Angebot, die Sie benutzen können. Und kostenpflichtig können Sie auch ein offizielles Vorbereitungsbuch über unsere Website bestellen. Darüber hinaus bieten aber sehr viele Verlage auch Vorbereitungsmaterialien an, die Sie in jedem Buchhandel oder auch online finden. Gern hinweisen möchte ich Sie auf zwei Online-Kurse, die nächste Woche starten. Die sind gratis. Der eine widmet sich dem Thema Listening und der andere dem Thema Writing. Sie melden sich dort an und die Kurse laufen 3 Wochen lang. Sie können darauf jederzeit zugreifen. Das heißt, es sind keine festen Termine, wo Sie sich einloggen müssen. Und der Arbeitsaufwand ist in etwa 3 Stunden pro Woche. Und das empfehle ich Ihnen auf jeden Fall. Und für die anderen Testteile Speaking und Reading gab es kürzlich auch eine Kurs und der wird auch demnächst wieder angeboten. Aber die nächst anstehenden sind diese beiden erst einmal. Dann bieten wir auch im November jetzt noch ein IELTS-Webinar an und Facebook-Live-Sessions. Am 26. November, also auch nächste Woche, können Sie in einem IELTS-Webinar mehr zu den Strategien für IELTS-Reading erfahren. Da müssten Sie sich dann über den folgenden Link anmelden. Und am 27. November, wenn Sie die Facebook-Seite Take IELTS besuchen, dann findet dort eine Live-Session statt. Hier habe ich Ihnen mal kurz aufgelistet ein paar Referenzen, was unsere Kandidaten gesagt haben und welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Das können Sie sich gern selbst kurz durchlesen. Gern hinweisen möchte ich auch noch auf unser Stipendium. Das bieten wir jedes Jahr an. Dieses Jahr wurde es zum 6. Mal angeboten. Und Sie haben da die Möglichkeit, einen Zuschuss zu Ihrem Studium in Höhe von bis zu 10.000 Pfund zu gewinnen. Bedingungen dafür sind, dass Sie den IELTS-Test in einem bestimmten Zeitraum in Deutschland abgelegt haben und dass Sie im nächsten Jahr planen, also im Herbst 2021, ein englischsprachiges Studium aufzunehmen an einer Universität, die IELTS anerkennt. Und das Studium kann einerseits in England sein, in Kanada, aber durchaus auch, wenn es sich um einen englischsprachigen Studiengang handelt, in Deutschland selbst. Auf unserer Website sind dann gegen Anfang nächsten Jahres auch Informationen zur nächsten Bewerbungsrunde zu finden. Also ich vermute, dass wir die Bewerbungsrunde im Januar öffnen werden und dass dann die Bewerbungsfrist im Juni enden wird. Sie können sich aber auch gern jetzt schon die Website anschauen und lesen, was die ehemaligen Gewinner gemacht haben mit diesem Stipendium. So, damit wären wir schon am Ende angelangt. Falls Sie noch weitere Fragen haben, habe ich meine E-Mail-Adresse hier hinterlassen. Sie können einerseits meine persönliche E-Mail-Adresse benutzen oder aber unsere allgemeine E-Mail-Adresse beim British Council. Darüber hinaus finden Sie eine Vielzahl von Informationen und auch die Testtermine und Locations auf unserer Website vom
britischcouncil.de. Und hier finden Sie weitere Webseiten. Also die British Council Website, was die Tests in Deutschland betrifft. Dann TEG IELTS, das ist die Website vom British Council zu IELTS. Und IELTS.org ist die Website aller drei Partner. So, ich werde jetzt mal auch den Chat öffnen, um zu sehen, welche Fragen gestellt wurden. Ich sehe gerade, eine Frage war zum Thema, was ist die vorgeschlagene Mindestdauer einer Testvorbereitung? Das ist natürlich immer ganz individuell. Das hängt natürlich einerseits davon ab, welches Ausgangsniveau Sie besitzen und natürlich auch davon, welches Ergebnis Sie erreichen wollen. Ich würde daher vorschlagen, dass Sie vielleicht schon mal einen Practice-Test durcharbeiten, um zu sehen, dort finden Sie ja dann auch die Lösung mit dabei, um zu sehen, ob das in etwa schon das Niveau ist, was Sie haben oder ob Sie vielleicht in bestimmten Bereichen, es kann ja sein, dass Sie zum Beispiel Speaking nicht so oft nutzen, dass Sie da noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Und es kommt auch immer darauf an, also selbst wenn Ihr Englisch schon sehr gut ist, auf jeden Fall sollten Sie sich mit dem Testformat beschäftigen. Das heißt, Sie sollten auf jeden Fall alte Tests durcharbeiten und Beispieltests, um sich mit dem Format vertraut zu machen und dann am Tag selbst nicht das Problem zu haben, dass Sie nicht wissen, was Sie erwartet. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie das Testformat kennenlernen. Gut, gibt es weitere Fragen? Dann können Sie die gerne in den Chat noch schreiben. Gut, ich warte noch einen Moment, ob noch jemand eine Frage hat. Falls nicht, wie gesagt, ich schreibe auch noch mal gern meine E-Mail-Adresse in den Chat. Da kommt eine Frage zum Vergleich IELTS und TOEFL. Das hängt ganz davon ab, was Sie persönlich bevorzugen. Also der große Unterschied zwischen IELTS und TOEFL ist, TOEFL wird nur am Computer angeboten. Also dort haben Sie gar nicht die Wahl, ob Sie jetzt Papierformat oder Computer wählen. Darüber hinaus ist ein weiterer Unterschied mit TOEFL, dass Sie dort keine mündliche Prüfung mit einem echten Menschen in einem separaten Prüfungsraum absolvieren, sondern das findet dann alles auch per Computer statt. Jemand fragt, wie man ein Testcenter werden kann. Da würde ich am besten vorschlagen, dass Sie ein paar weitere Informationen an mich per E-Mail schicken. Gut, gibt es weitere Fragen? Ja, jetzt kam noch eine Frage zu den Kosten. Genau, die Gebühren, die ich vorhin erwähnte, das sind immer dieselben. Dann Online-Musterprüfung, genau, das sind diese Practice-Tests oder Sample-Tests, die ich vorhin erwähnte. Die finden Sie auf den Webseiten, die ich vorhin auch hatte, also britischcouncil.de, tegiels.org oder iels.org. Gibt es weitere Fragen? Gut, wenn nicht, dann würde ich hiermit abschließen und bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, bei weiteren Fragen können Sie sich gerne per E-Mail an uns wenden. Und ansonsten wünsche ich Ihnen dann noch eine angenehme Zeit bei der Expolingua Online. Und auch schon mal ein schönes Wochenende.
Dankeschön und auf Wiedersehen.